Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island Riptide. Das war nicht fair. Das war überhaupt nicht fair. Ich bin gespawnt, wollte erstmal so ein bisschen warten, bis ich jetzt anfange zu labern und dann rennt er mir schon in die Flanke rein. Naja, beim letzten Mal haben wir hier aufgehört, als wir ein paar Zombies geschlachtet haben und du, mein Freund, bist ein Big Boot, mein Freund, so ein Arschloch war. Und du kassierst einfach mal das hier. Und das interessiert dich nicht, das finde ich sehr gut. Und du kriegst ja auch schon so ein schönes Messer rein. Lebt noch einer? Ach, du lebst noch. Hier, Moment, ich helfe dir. Ich will ja nicht, dass du Schmerzen hast. Wo ist mein... Ah, das ist unser heftiges Messer. Moment. Schnappen wir uns das auch nochmal wieder. Und dann rennen wir mal rein in die Scheiße. Oh, dir geht's nicht so gut. Kann das sein? Achso, du warst ein Zombie. Ja, dann runter mit dir. Du hast ja nichts verloren. Du hast ja nichts verloren, sagte ich. So. Ne, das war nicht der, der uns angegriffen hat. Der uns angegriffen hat, ist aus irgendeinem mysteriösen und ominösen Grund verschwunden. Okay, gucken wir doch mal, ob hier was drin ist. Hier kommen wir nicht rein? Okay. Aber irgendwie müssen wir hier rein, denn der Bereich in der... Oh, das ist ein Zombie. Die sahen auch sehr menschlich aus. Oh, ein Fettsack! Hi. Geh jetzt weg, verdammt! Er kotzt! Bleib mir vom Leib! Dann haben wir irgendwo... Ah, oh, die Leuchtpistole. Die wird doch da helfen. Alles klar? Opfer! Oh, er brennt. Oh nein! Schnucki! Brenn doch nicht! Alter, hat er viel Leben. Nein, kotz mich nicht an! Du widerst mich an, du... Penner! Okay, das... Da geht schon mal unsere... Ich würde sagen, wir werfen ihm hier noch... Oh, er haut ab. Das Ding mal in die Fresse. Wenn er um die Ecke kommt, prügeln wir einfach drauf. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, oder? Ah, verdammt, was zum... Was ist denn jetzt passiert? Was? Ich bin auf einmal... Warum bin ich gestorben? Ja, ich glaube, ich hatte einen Herzinfarkt mal wieder. Hatten wir auch letztes Mal bei Fallout. Nein. Oh gut, der ist noch da. Ist jetzt schon das ganze Zeugs wäre jetzt verschwunden. Kommst du jetzt, du Typ, der mich instantmäßig tötet? So, komm näher, komm. Komm näher. Und wie müssen wir mit Taktik rangehen? Hat er schon wieder... Du blöder Vollarsch, jetzt komm hier rüber. Oder hast du Angst, hä? Was ist los? Komm doch her. Sieht aus, als ob du hier bei Jabba the Hutt im Palast arbeitest. Wie dieser Typ, der immer seinen Rückenschwanz immer sich um den Kopf lädt. Boah, jetzt reizt mir, verdammt! Komm her jetzt! Jetzt ist Ende im Gelände! Was sagst du dazu, hä? Hab ich dich überrascht? Oh, nein! Das darf nicht passieren! Ich darf dich nicht einfach so überraschen! Platz deine Birne auch mal, denn ich will nicht, dass dieser Penner wieder aufsteht. Anscheinend nicht, meine Waffe geht nur brutal dadurch kaputt. Das heißt, es hat nicht viel gebracht. Ja, dann klatschen wir ihnen das nochmal in die Fresse, weil die ganzen Zombies scheinen hier nachgespawnt zu sein. Wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir mal suchen. Eventuell kommen wir hier rein. Nö. Entschuldigung, bin immer noch krank und muss aufstoßen, weil ich gerade einen Energy Drink genascht habe. Genascht. Ich glaube, hier kommen wir hoch. Ja, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Kommen wir hier rein? Suche in dem grün hervorgehobenen Bereich. Ja, mach ich doch. Achso, hiermit kommen wir da runter. Okay. Verstehe. Sind die Zombies? Ja. Madam! Ich musste sie darum bitten, liegen zu bleiben. Was ist eigentlich gerade mit ihrem Arm passiert? Oh nein, entschuldigen Sie. Oh nein, da kann ich Ihnen irgendwie helfen. Oh Moment, Sie haben da eine Fliege auf dem Hinterkopf. Ich glaube, ich... Ah, jetzt habe ich sie. Oh, oh nein. Sie bluten ja. Wie konnte das nur passieren? Dürfte ich das Teil da bitte wieder haben? Oder dürfen das... Ich will jetzt nicht sagen Leichenschänder. Das wurde ja, das Spiel seit Deutschland wird es ja nicht verkauft, weil es ja quasi Leichenschändung sein sollte. Naja. So halbwegs, ne? Ich meine, wenn sie dich essen wollen... Nein, das ist dann natürlich nichts anderes. Wenn sie dich essen wollen und du trittst die, werden alle restlichen Polizisten, die noch auf der Welt am Leben sind, dich verhaften. Einfach so. Und dafür haben die auch die Zeit. Dafür nehmen die sich auch die Zeit. Okay, haben wir irgendwas? Strafender Streitkolben? Das ist er nicht. Den sollten wir eventuell mal verwenden. Obwohl, so gut ist er gar nicht. Das strafende Hackmesser. Sollten wir das upgraden?
Ich weiß nicht, wir werfen das die ganze Zeit durch die Gegend. Wie wär's, wenn wir mal... Wo haben wir den denn? Ich weiß es gar nicht. Über Machete... Ach so, hier, der genagelte Stab. Wenn wir den mal reparieren. Später natürlich. Weil der ist ja eigentlich ganz gut. Obwohl, haben wir was zu modifizieren? Nee, haben wir leider nicht. Was fehlt uns noch? Ein Nagel. Boah, Alter, meine Nase! Und das schon seit einer ganzen Woche! Okay, die Tür kriegen wir locker auf. Achso, man muss... Ah, okay! Man simuliert damit das Vorstoßen. Jetzt habe ich's verstanden. Hallo! Nichts? Oh, das ist schade. So, dann hole ich mir hier noch ein bisschen Kohle, mache einmal die Tür zu und haue sie mir vor ins Gesicht. Du stehst nicht auf! Nicht, habe ich gesagt! Danke, ich habe außerdem seinen Arm abgetreten. Das tut mir sehr leid, das wollte ich natürlich nicht. Yes. Den nehme ich einmal. Hier haben wir auch noch einen Draht. Eine Fackel. Können wir die tatsächlich anzünden? Oh, da ist einer explodiert. Habe ich so das Gefühl. Ach, der war... Oh, du blöder Mistsack, du. Du Mistsack. Jetzt weiß ich, was passiert ist. Der stand wahrscheinlich hier. Und hat mich durch die Wand weggesemmelt. Was soll das hier, ha? Achso, hier ist gar keiner. Jackpot. Stehst du auf? Nee, okay, du stehst nicht auf. Du stehst aber auch nicht auf, ne? Den habe ich zwar schon ein bisschen verprügelt. Die Musik hat aufgehört. Die hat gerade angefangen, wieder aufgehört. Was hat der? Ein Oländer? Alles klar. Ich weiß ganz genau, was ein Oländer ist. So, haben wir jetzt hier alles? Ja, den Draht noch. Ansonsten haben wir hier, denke ich mal, alles. Können wir da einfach wieder raus? Ja, war nur eine Blockade vor. Wie hat der uns bitte durch die Tür getroffen? Das ist so unrealistisch. Und so kackendreist, da unten liegt noch was. Eine Aufzeichnung. Das klingt nicht so gut. Paul was so feverish, he was out of his head. It's like he didn't even know who it was. He attacked me and tried to bite me. I ran for help, but oh, it was insane. People were screaming and fighting and crying, and this little boy, he couldn't have been more than 10, leaped on me and tried to bite me. Aww. I pushed him away, and a grown man chopped off his head with a machete. Oh my god. What is happening here? The village has been absolutely devastated. Oh, da braucht jemand Hilfe. Also so halbwegs. Du winkst auch in die falsche Richtung. Ja, ich komme ja. Moment. Ich weiß nicht, ob ich hier ins Wasser kann. Komm, nein, nicht runterrutschen. Jetzt haben sie wenigstens aufgehört zu reden. Dann kann ich jetzt auch wieder reden. Oh, ich hab's geschafft. Sehr gut. Oh, okay, das Wasser ist hoch genug. Wie komme ich denn da hin, ohne zu ertrinken? Denn wir können ja nicht schwimmen. Wir sind zwar ein Ex-Army-Typ, aber trotzdem können wir nicht schwimmen. Das ist eben so. Rette Stanley. Ja, ich würde gerne hier durchkommen. Sind die Totenköpfe da auf der Karte Zombies? Oh. Ah, verdammt! Was zur Hölle war das? Warst du, Penner, das? Ich meine, du bist zwar eine Frau, aber egal. Ruhe jetzt! Ruhe jetzt! Gott, verdammt, Mann! Gott, verdammt! Leg dich hin jetzt! Gute Nacht jetzt! Hör auf zu nerven hier! Das macht zu viel Schaden. Hier, ich glaube, du kannst das Ding haben! Rierechte! Und das kriegst du auch noch! Und das kriegt dein Kollege! Und das... Ich habe das fette Messer irgendwo hingeworfen. Das ist viel zu schade. Halt jetzt den Rand! Und du auch! Du kannst nicht so kämpfen? Probier's einfach! Nimm einfach hier irgendeine Machete und knall den Zombies in die Fresse! Du brauchst jetzt zwar einen ordentlichen Wurf haben für, wen interessiert hat. Achso, ja gut, hier ist natürlich die Leiter. Anders hätten wir ihm dann auch nicht helfen können. Hi! Alles in Ordnung bei dir? I thought that was it, you know? I thought they had me. Ich stehe einfach in die Leiter und trete dir ins Gesicht. It's not much, but it's everything I have. Danke. Was hat er uns denn gegeben? Good. Oh, $1237. Brauchst du die nicht selber? Denn ich komme irgendwie gerade ganz gut klar. Nicht? Okay, dann danke. Ich hätte zwar jetzt nicht wieder mit so viel Geld gerechnet. Wirklich, danke. Guck mir mal ins Gesicht, bitte. Okay, dann eben nicht. Dann gucken wir uns eben gegenseitig auf die Eier. Ist auch in Ordnung.
Ist hier irgendwo... Ach, das ist schon wieder so ein Haus, was einfach überhaupt keinen Sinn hat. Man kann hier einfach nicht rein. Wo ist der Sinn davon? Ist einfach zugenagelt. Ist ein Haus, das wurde gebaut, damit da keiner reinkommt. Was muss ich jetzt machen? Ein Auto steht links von uns. Ja, ist ja gut jetzt. Wie kommst du, Fettsack-Denner, wieder? Oh, nee. Komm schon, nicht schon wieder. Hier, ich hab was für dich. Das kannst du auch gerne behalten. Hat das gut getan? Oder tut das eventuell gut? Nicht? Oh, das tut mir leid. Dann komm her jetzt! Oh, dein Penner! Aua, sich wieder hinter der Wand. Du hast mich angekotzt, du Fettarsch. Wörtlich, Fettarsch. Ich darf ihn nicht... Das kann ich aber machen. Das in deinen fetten Arsch. Warum machst du sowas? Also nicht, warum trete ich ihn in den Arsch? Das ist ganz klar, warum ich das tue. Aber warum kotzt er uns an? Ist doch ekelig. Okay, da müsste unser Auto sein. Rennen wir einfach mal in die Richtung. Oder ein Auto, nicht unser Auto. Denn unser Auto stand, glaube ich, woanders. Hey, da kommt doch jemand. Alter, warum rast die denn so aus? Hat die irgendeinen Grund? Ja, ich lasse sie mal alleine. Wow, das kann ich auch. Wow, wow, wow. Jetzt hör auf zu schreien. Bist du eigentlich bescheuert? Kommt von da ganz hinten, steht da. Wow, und stürmt auf mich zu. Bist du jetzt hier Mini-Tank? Mini-Tank Junior. Wahrscheinlich kommt er beim... Nein! Nächsten Left 4 Dead Update. Ich darf nicht ertrinken. Ah, ist ja knapp. Dann hopse ich mal hier drüber zurück. Wenn das denn geht, ohne dass ich ins Wasser falle. Geht das? Ja, denn aus irgendeinem Grund können wir überhaupt nicht schwimmen. Keine Ahnung, wo der Grund davon ist und wo der Sinn davon ist. Eine Giftbombe. Cool, können wir wahrscheinlich alles nicht wieder verwenden. Der steht hier vorne, glaube ich, auf, oder? Ja, komm doch her, dann verpasst ihr euch einen doppelten Big Boot. Oder du bist zu früh. Oder sind das hier wieder die normalen Infizierten? Die hier so schnell rennen. Big Boot! Doppelter Arschtritt oder auch nur einen einzelnen. Chill mal! Gott verdammt! Ach komm. Jetzt chill. Alles ist cool. Solange dein Kopf dran ist. Dein Kopf ist aber nicht mehr dran, wenn du die ganze Zeit auf mich zustürmst. Ruhe jetzt! Danke. So, wir haben irgendwas anderes aufgenommen. Ach so, hier eine Machete. Okay. Können wir irgendwas weglegen? Boah, meine Nase, Alter. Das Ding können wir weglegen. Ah, ne, das ist da drunter. Den hier. Fallen lassen. So, und dann nehmen wir mal unser Messer wieder. Und natürlich das Geld von dem. Hinfälliger Messingschlagring. Ist das besser als irgendwas? Nö, eigentlich ist alles von uns besser. Können wir mit der Machete durch die Gegend werfen? Oder wie verkaufen die später? Weißt du nicht, ob er dasselbe Geld bringt, wenn die schon ein bisschen angeschlagen ist? Come on, Daddy needs some new shit. Ja, Daddy braucht eine ganze Menge neuen Shit. So viel neuen Shit, wie wir schon gekriegt haben. Kann ich hier eventuell hinter? Achso, wahrscheinlich von der anderen Seite. Wäre eine Idee. Ja, hier kommt man lang. Hier kommen wir aber wieder nur mit Einbrecherstufe 2 rein. Warum wird man hier gezwungen, in diesem Spiel ein Einbrecher zu sein? Warum? Nein, möchte ich nicht. Dagegen weigere ich mich. Nein, tut mir leid. Aber das geht nicht. Hier irgendwas drin? Upgrade stehen zur Verfügung. Schon wieder. Können wir unseren Tritt nochmal... Oh, wir können schon wieder unseren Tritt verstärken. Damit haben wir eine 75-prozentige Steigerung unseres Trittschadens. Ist das nicht toll? Könnte nochmal auf Waffenschaden gehen oder so. Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir der Kickerkönig. Und mehr brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Warum ist der Tritt eigentlich so heftig übertrieben? Wenn du aus dem Sprint einen Zombie in die Fresse trittst, so wie dem Infizierten hier. Wow! Dann gehen die fliegen und das macht Schaden wie sonst was. Und ich sollte hier nicht mittendrin stehen. Gute Nacht. Und du, gute Nacht. Gute Nacht. Und gute Nacht. Der Infizierte ist schon K.O. Okay. Oh nein, ich denke mal, alle Zombies sind geklärt. Da kommt jetzt bestimmt keiner von hinten. Oh, hi. Kann man den irgendwie auf den Kopf zoomen? Jetzt chill mal, ich will dir doch nur auf den Kopf zoomen. Entschuldigung. Das tut mir sehr leid. Ich glaube, ich habe deinen Kopf abgetrennt. Eigentlich tut mir das gar nicht leid. Schwache Eigenbaumachete. Haben wir dafür irgendwas jetzt gerade fallen gelassen? Ich habe was fliegen gesehen. Nö, ich glaube nicht. Ist das jetzt die Eigenbaumachete, die wir hier haben? Nee, das ist die, die wir gerade eben schon hatten.
Okay, liegt ein bisschen Zeugs, mehr aber auch nicht. Wir könnten ja mal zum Questort einfach mal zurückrennen. Hier gibt's, glaube ich, sonst nicht mehr so viel. Was konnten wir machen? Scheiße! Konnten wir machen. Was zur Hölle? Was soll das? Mach das nicht nochmal! So, haben wir noch was zu werfen? Ja klar, haben wir noch was zu werfen. Gute Nacht. Au. Und gute Nacht. Und gute Nacht. Und bevor du wieder aufstehst, zack ins Gesicht. Und zack ins Gesicht. So, das war doch ganz friedlich, ne? So halbwegs. Schon fast gestorben, aber egal. Haben wir hier noch irgendwo unsere Messer? Einer von denen müsste wieder im Kopf hängen haben. Da haben wir es. Das strafende Messer. Sonst noch irgendwas? Ne, haben wir alles. Sehr schön. Was ist das? Eine ermüdende Universalaxt? Achso, braucht Stufe 25 mal wieder. Ja, natürlich. Bevor ich so eine kleine Axt aufheben kann, muss ich natürlich erst den entsprechenden Skill haben. Sonst geht das nicht. Müsst ihr euch merken, in der Zombie-Apokalypse, das geht sonst nicht. Du kannst nicht einfach so das nehmen, was du haben willst. Das kannst du nicht machen. Das kann man einfach nicht bringen. Und gute Nacht. Dafür brauchen wir nicht mal unsere Kick-Skills. Können wir einfach so auf die Fresse hauen. Was guckst du so, hä? Bist du beleidigt? Natürlich bist du beleidigt. Du bist ein Zombie. Und du auch. Ich hatte schon wieder die hätte keine Hose an. Wir haben immer Hosen in... Was? Ich bin im Kreis gelaufen. Ja, super. Und die sind auch schon wieder Zombies. Das ist noch viel besser. Ich würde sagen, wir gehen hier noch ein bisschen erkunden. Meine Nase läuft immer noch. Denn wir sollten hier eigentlich alles mitnehmen, was wir finden können. Ich bin froh, dass ich hier drin laufen kann. Denn unser Protagonist ertrinkt ja immer gerne mal. Habt ihr zwar noch nicht gesehen, aber ich. Ist der Typ lebendig? Der sieht nicht so aus. Habt ihr Schritte gehört? Nee. Und du bist bestimmt noch lebendig. Peng! That sounded painful. Ja, ist er tatsächlich. Bist du noch am Leben? Oh, hi. Was geht mit dir? Warum bist du so aggressiv? Nein! Rechter Haken! Gute Nacht jetzt! Ich war gerade ganz kurz wieder im Wasser. Ich hopp mal hier hoch. Das wollte ich nicht machen. Die Leiter treten. Ja, ich bin noch hier. Hi. Alles klar? I'm a movie director. I was filming my next movie here. And shit. This goddamn thing has been cursed from the start. Ja klar. Nur deswegen. We were shooting this horror movie, see? And then those things attacked. Christ. I had to leave them. Anna and Mark. Wait. Ja, natürlich. You've got to recover my camera. Natürlich. How can I help? Weil da die Kamera. Find my crew and recover the camera. Will you do that for me? Wenn ich Geld kriege, ein Bronzeschlagring, kriege ich auch Geld. Ach komm. Why not? Alright, make damn sure you get that camera, right? Oh, in the battery. Don't forget the battery. Ja, ist ja alles in Ordnung. Ich hol dir deine Kamera, damit du deine Aufnahmen von den Zombies kriegst. Ja. Bist du dann damit zufrieden? Anscheinend. Lass mich nicht so an. Ist hier noch irgendwas drin? Sieht nicht so aus. Da hinten ist noch ein Zombie, aber der wird sich wahrscheinlich erst bewegen, wenn wir da drauf tapern. Warum auch immer. Hat nicht so ganz viel Sinn. Irgendwas hier drunter? Hey, cool. Tatsächlich, irgendwas, was ich nicht kenne. Aufstoßen. Sehr gut. Es wäre sowas von cool, wenn ich da wieder gesund wäre. Ist ja so abnormal. Vor allem muss ich morgen wieder arbeiten. Und da habe ich mir die Krankheit eingefangen. Ja, hoffentlich wird die nicht noch heftiger. Das ist scheiße. Da kommen wir, glaube ich, nicht rein. Aber ja, hier wahrscheinlich durchs Dach. Ist da irgendwo eine Leiter? Ja, da hinten gibt es eine Leiter. Komme ich hier durch? Ich glaube. Na okay, hier passe ich nicht durch. Muss aufpassen, wo es tiefer wird. Hier wird es tiefer. Okay, hier kann man da nicht rennen, weil beim Rennen duckt man sich dann ganz leicht. Reicht das noch? Okay, hier dürfte es noch reichen. Hier wird es nicht wieder höher. Sehr gut. Dann klettern wir mal. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Okay, hier sind keine Zombies. Kommt anscheinend hier oben nicht hin. Haben wir jetzt? Ne, haben wir immer noch nicht gefunden. Gib mir das. Wieder eine ganze Menge Geld. Wie viel Geld haben die hier eigentlich in dem Land? Ein Magnet. Sehr schön. Hier komme ich natürlich wieder nicht rein. Muss ich einfach den Weg auf der anderen Seite höchstwahrscheinlich nehmen. Die Tür hier zum Beispiel auch nicht. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder oben rein. Kommen wir hier irgendwo durchs Dach? Achso, da war eine Leiter. Super. Okay. Ich verstehe.
Okay, hier kommen wir anscheinend auch nicht rein. Ups, das war genial, aber ich habe ja die Leiter hier hinten gefunden. Ist hier überhaupt was drin? Hä? Da ist doch die Tür offen. Habe ich jetzt... Habe ich jetzt einen Gehirnaussetzer oder was? So, dann gehen wir doch mal hier rein. Was? Hallo? Das war doch eben... War das nicht von da aus offen? Ich bin wieder ins Wasser gefallen. Das war doch von hier aus offen. Hä? Was ist das denn? Okay. Das wäre hier so eine kleine Anregung zum zu einem Bugfix. Also so schlimm ist es ja nicht. Ich meine, im Haus liegt nichts drin, also... Was übrigens eine tolle Idee, also was weiß ich, wenn es hier Mods gibt, ich weiß es gar nicht. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich gute Anregung einfach mal für einen Mod ist... Ich finde, Dead Island ist ein bisschen... Warum mache ich... Oh nein! Weil Dead Island ist so ein bisschen so ein... Ich fühle mich hier so ein bisschen wie so ein Hack and Slay. Also man hat so wenig das Survival-Feeling hier so ein bisschen. Also nicht ganz wenig, aber es ist schon vorhanden, aber halt nicht so stark. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen stärker ausgeprägt wäre und halt... Ja. Ihr wisst, was ich meine, oder? Dass man quasi einen Mod entwickelt, der für ein bisschen mehr Survival... Horror sorgt quasi, dass man gucken muss, welche Gruppen von Zombies man denn angreift und welche nicht, weil irgendwie halt total viele Zombies dann in der Nähe sind. Und wenn du halt einen angreifst, dann kommen halt immer noch mehr und du musst halt gucken, ob du das irgendwie schaffst oder so. Das heißt, du schleichst auch ein bisschen und siehst nicht Zombies und weißt, komm, den hauen wir auf die Fresse, die haben es verdient. Haben sie auch, ja. Aber man kann ja auch ein bisschen taktisch an die Sache rangehen, damit das Spiel, glaube ich, noch genialer, als das jetzt sowieso schon ist. Das ist natürlich absolut geil, aber wie gesagt, diese kleine Kleinigkeit könnte es halt noch vertragen. Wo müssen wir jetzt hin mit dem Einsatzziel? 182 Meter nach da. Achso, der zeigt immer das nächste Einsatzziel an, glaube ich. Da kommen wir auch nicht rein. Ja, das ist eine richtig tolle Stadt. Was ist das? Mataka Bungalow. Gehen wir mal da rein. Ist das schon wieder dieser eine Dungeon, wo wir jetzt allen auf die Fresse hauen müssen? Nase, ey. Die läuft wie bescheuert. Weil sie bescheuert ist. Du kannst Gegenstände mit anderen Spielern handeln. Ah. Ja, so wie das einmal, wie wir das einmal kurz gesehen haben. Was ich übrigens richtig arm finde, obwohl da kann ich jetzt schlecht drüber reden, weil ich jetzt wahrscheinlich... Oh, nee, ist ein anderer Dungeon. Oh nein! Der Boss! Der lebt ja noch. Hi. Alles klar? Kick! Schick mir das wieder. Das werdet ihr jetzt bestimmt brauchen. Und du, mein Freund, kassierst das ja auch nochmal. Oh. Ach, das ist der Boss. Der hat doch nur einen Scherz gemacht. Ich will das Messer wieder. Nein, nein. Ah, verdammt. Scheiße, ich dachte, ich bin jetzt total weit runter. Eigentlich eher gut. Von dem willst du lieber nicht gehauen werden. Okay, um den kümmern wir uns nochmal als letztes. Hi. Du siehst ein bisschen fetter aus als deine Kollegen. Obwohl, hier kannst du haben. Wenn ihr unbedingt willst. Und ihr beiden seid am Stinken. Hat euch der Typ angekotzt oder was geht? Ich geh mal weg hier. Danke. Das kannst du mal wieder haben. Und ihr haltet jetzt mal die Fresse. Ich kämpfe gerade gegen den Boss. Was hatte der dabei? Geh weg. Geh weg. Gib kein Happa-Happa. Für Papa-Nappa. Gute Nacht. So, was willst du? Stehst schon wieder auf? Willst du wieder voll reihen? Und du auch, ne? Nee, willst du nicht. So einfach mit dem Kick. Alter, wir haben ihn voll durch den Kopf geworfen. Alter! Wenn du einen voll durch den Kopf wirst, dann das hier. Dann ist Ende im Gelände. Dann fliegt sogar das Bein von ihm weg. Gibt's hier irgendwas zu essen? Das wäre jetzt langsam mal eine gute Möglichkeit, uns kurz zu heilen. Hi. Was war das für einer? Wieder rein mit dir! Ich mach die Tür zu. Okay, können wir wieder... Moment, nicht T, sondern I. Ja, wir haben wieder neue Plätze frei. Hauptsächlich, weil die Hälfte weggeflogen ist. Fackel? Achso, damit... Gut. Machen wir die mal hier rein. Signalpistole, Übermachete, schwacher Holzknüppel. Nehmen wir den nochmal mit. Packen wir einfach dahin. Nein, jetzt habe ich ihn rausgeholt. Schwere Universalaxt. Hä, die haben wir doch aufgehoben. Okay. Das Eigenbaumesser hauen wir einfach mal hier drauf, dann können wir das verwerfen. So, haben wir jetzt die Molotovs, haben wir. Wir sind direkt hinter der Tür. Eventuell sollte ich eine andere Tür suchen.
Zum Beispiel die hier. Hi. Verdammt, das war viel zu weit. Tür wieder zu. Ach, geh doch weg. Was hast du denn? Spiel mal nicht das Arschloch. Nein. Geh weg jetzt. Weg mit dir. Du Dämon. Du Dämon. Du Dämon. Dämon. So, hast du die Sachen auch noch schön in dir? Wo ist die andere Machete hingeflogen? Haben wir die schon? Ich glaube, die habe ich jetzt in die Walachei gejagt. Wo kommst du her? Bam! Du trittst ihn nicht. Nee, kannst du klicken. Hier, kriegst die Machete nochmal im Kopf. Irgendwo. Eine dritte Perspektive wäre hier irgendwie geil. Denn man ist immer so ein bisschen verloren, weil man die ganze Zeit auf den Boden starrt. Ich muss jetzt einen Eingang finden, wo die nicht gerade sind. Aber ich glaube, die verfolgen mich. Also in dem Haus drinne. Die kommen ja nicht an mich ran, aber probieren es trotzdem. Probieren wir es einfach nochmal. Und diesmal bitte nicht allzu weit werfen. Och, so war doch perfekt. So, Tür wieder zu. Den da drin geht's jetzt gerade mal gut. Holen wir unseren Knüppelstock raus. Geht's euch gut? Euch geht's gut, ne? Das hat gerade ordentlich OP gebracht. So, jetzt hat's aufgehört zu brennen aus irgendeinem Grund. Denn eigentlich ist das hier eine Holzhütte. Gute Nacht. Und in der Holzhütte sollte es eigentlich anfangen zu brennen. Der Typ hatte das Messer in sich. Warum auch immer. Oder war das schon wieder neues? Was? Schafkling-Mod? Das klingt geil. Hi. Alles klar bei dir? Ach, das ist ein rasender Infizierter. Oh nein. Jetzt ist sein Kopf nicht mehr so rasend, hä? Sein Kopf zermatscht und dadurch konnte ich Fleisch nehmen. Ja, toll. Wo kriegt man diesen Einbrecher-Skill her? Ich gucke jetzt. Einbrecher. Was ist denn der Einbrecher-Skill in dem Fall? Nahkampf, Fähigkeiten ansehen. Was ist denn der... Warte mal, Überleben vielleicht. Einbrecher. Ach, das hier. Zum Öffnen von Schlössern. Ja, ich würde da mal ganz ehrlich sagen, fangen wir mal an, diese Teile zu skillen. Denn da scheinen, glaube ich... Also ich könnte mir vorstellen, dass da gute Waffen drin sind. Und ich meine, es kann nicht schaden, gute Waffen zu kriegen. Weil ansonsten lassen wir sie hier einfach die ganze Zeit nur liegen. Und hier war nicht so ganz viel. Obwohl, warte, wir haben einen seltenen Gegenstand gekriegt. I. Der grausame Messingschlagring. Klingt doch gut. Und ein Strandkolben. Okay. Der Achso, nee, der strafende Strandkolben, den hatten wir schon, genau. Den könnten wir jetzt übrigens langsam auch mal ausrüsten. Einfach mal dagegen. So. Ja, ich glaube, mit dem kann man ordentlich durchhauen. Oben waren wir noch nicht. Gehen wir mal gucken. Sehr spannende Musik. Ach, das ist eine Dead Zone. Okay, ich verstehe. Und so schwer war das jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So viele Zombies waren hier jetzt auch nicht. Hi, hier. Kannst du mal meinen strafenden Streitkolben ausprobieren? War der gut? Gefällt er dir? Hoffe ich doch. Ich bin am Glühen. Warum auch immer. Ist hier irgendwas Wertvolles? Was zu essen. Braucht ich zwar nicht, aber kann nie schaden, oder? Einfach so für den kleinen Hunger zwischendurch. Was war da drin? Eine Batterie, sehr gut. Schwaches Eigenbaumesser. Warte mal, so stark ist der Streitkolben, glaube ich, gar nicht, oder? Nö. Ja, super. Der ist nicht mal wirklich stark. Dann tauschen wir den mal hier gegen ein. Kann ich das gerade nehmen? Nee. Sorry. Brauchen wir auch nicht wirklich, oder? Gut, da geht's wieder runter. Dann können wir auch hier wieder rausrennen. Dann haben wir doch eine weitere Dead Zone geklärt. Ich frage mich nur, warum die Musik noch weiterhin läuft. Weil es eine Dead Zone ist? Okay. Ich verstehe. So, dann flüchten wir mal wieder in den Dschungel. Und ich würde einfach mal sagen, in diesem tollen Ladebildschirm. Danke fürs Zuschauen. Ich beende das Ganze mal hier. Wenn es euch gefallen hat, haut doch einfach mal auf den Like-Button. Dann sehen es eventuell auch noch andere. Und bis zur nächsten Folge und haut rein. Ciao.